Aber jetzt würde ich sagen, verkosten wir 4 Produkte und bitte beschreibt auch die Produkte, wie ihr sie beschreibt, beziehungsweise wenn wir dann auch die Holzfassprodukte verkosten, welche Fässer verwendet ihr, wie lagert ihr sie? Ich weiß nicht, wer fängt jetzt an, Josef oder Susanne? Ich will mal die Weltreise starten, die wir euch hier vorbereitet haben. Die Weltreise, Josef. Unser normaler Korn ist die Basis von allem. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Die Kornreise, aber nicht die Weltreise. Das wird eine Weltreise. Okay. Normalerweise müssten wir jetzt hier weitermachen beim Roche Uralt mit 38%, weil wir ja bei den Holzfassgelagerten, die wir ja hier im Vordergrund stehen haben, jetzt also gleich als erstes in die USA starten und werden dort Bourbon Whisky fast gereifte Produkte zu uns nehmen. Ja. Wir werden dann zurückfliegen von den USA über den Atlantik nach Spanien, Portugal, werden dort Portwein oder Sherry fast gereifte Produkte zur Auswahl meiner Frau dann zu uns nehmen. Und wenn wir dann wieder auf den Rückweg gehen, dann werden wir natürlich Frankreich überfliegen, werden dort einen Sauternes gereiften zu uns nehmen. Wer noch nicht nach Haselünne will mit unserer Weltreise, der hat natürlich die Chance, noch den Gin aus dem Hause Roche auch noch zu probieren. Da müssten wir noch über London fliegen. Aber schlussendlich würden wir dann ganz gewiss wieder einen Roche Uralten zu uns nehmen. Das hatte ich ja gerade hier erläutert. Das ist der wertvolle Tropfen aus der Mitte des Programms. Und damit mir das Wasser schon mal im Munde zusammenläuft, ein kleines Schnüpperchen, dann ist auch bei 38% statt 32% das Ganze. Am Montagmittag schon ein Genuss, bevor wir uns jetzt auf den Weg nach Amerika begeben. Wir kommen hinterher aber wieder auf diesen hier zurück, ganz bestimmt, weil der Vergleich ist auch sehr interessant. Dann Prost auf eine schöne Reise. So fängt die Woche gut an. Ja, gefällt mir auch. Jetzt brauche ich auch einen Schluck. Bitte macht nur weiter. Was hast du da? Frühwein. Das sage ich euch nicht. Trinkt bitte nur weiter. Beschreibt die Produkte weiter, bitte. Ja, also wir sind jetzt mit dem Korn gestartet. Das haben wir auch deshalb gemacht und machen das bei Verkostungen auch gerne, um mit dem 32-prozentigen erstmal unsere Sinne zu öffnen, den Gaumen, die Nase an den Alkohol zu gewöhnen und sie vorzubereiten auf das, was im nächsten Schritt kommt, nämlich die holzfassgelagerten Produkte. Wir haben da verschiedenste Fässer, verschiedenster Provenienz. Ich werde mich jetzt mal, wie Jo das vorgeschlagen hat, erstmal auf das Woodford-Fass, auf den im ehemaligen Whisky-Fass gelagerten Korn beziehen. Das ist hier unser Gen 5. Den haben wir eigentlich in 2 Ausgaben. Unsere ehemaligen Whisky-Fässer, unseren Korn, den wir in Whisky-Fässern lagern, haben wir einmal als Joe's Best mit 35%. Den lagern wir dann in Woodford Double Oak-Fässern, wohingegen wir den Gen 5 Whisky mit, oder Edelkorn, da ist es natürlich geblieben, er bleibt ja immer ein Edelkorn, ja, mit 40% füllen wir in sogenannten Woodford Reserve Fässer, die meiner Meinung nach ein eleganteres Aroma hervorbringen. Vielleicht kann man noch eben ergänzen, wieso heißt das Produkt Edelkorn Generation 5 oder Generation 5, machen wir da meistens englischsprachig fast schon davon. Ja. Das ist deshalb Generation 5, weil wir diesen Betrieb hier fortführen aus einem alten Mühlenbetrieb von 1703, der 1792 mit Kornbrennen auch angefangen hat. Und wir sind nur die 5. Generation. Das sind also 231 Jahre geteilt durch 5. Da kommt man relativ schnell auf 40, 43 Jahre oder noch ein bisschen 46 Jahre pro Generation. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen tun, um überhaupt den Durchschnitt der geläufigen Roche-Generation zu erreichen. Also das machen wir mit Qualität. Macht es nur weiter, aber nachdem wir gerade über die Mathematik sprechen, wie lange lagert ihr eure Produkte in den Fässern? Von bis? Ja, das ist sehr unterschiedlich von Provenienz des Fasses her. Bei den Whisky-Fässern mache ich es eigentlich nicht so lange, weil ich möchte das Aroma des Kornes nicht total überlagern von dem Whisky-Fass her, von der Aromatik des Whisky-Fasses. Also wir lagern den Joe's Best in der Regel etwa 2 Jahre und Generation 5 2 bis 4 Jahre. Wir haben jetzt hier ein Fass abgefüllt, das Fass 2185.
Das ist 2 Jahre gewesen in diesem Fass. Und ich finde, das hat jetzt schon eine sehr angenehme Aromatik, eine ausgeprägte Bourbon-Stylistik, aber ganz weich auch. Und gespannt. Halt natürlich deutlich diese Vanille-Aromatik. Muss man noch eines eben ergänzen. Aus unserer Sicht, und das ist ja dem WSA zu verdanken, wurde ja außerordentlich deutlich gemacht, was wir für Qualität erzeugen im ersten Jahr, als wir uns beworben hatten. Das war 2017. Da sollten wir ja 5 Produkte einreichen. 1, 2, 3, 4 waren gesetzt. Und der 5. war dann also etwas, was wir noch gar nicht hatten. Aber wir wussten, dass wir eine Vorgängerflasche, ein Vorgängerfass in Betrieb hatten. Und das schmeckte uns sehr gut. Und genau dieses Fass, was erst 1 Jahr lang Roschekorn beinhaltete und dann entnommen wurde, das war das erste, was wir in dem ersten Jahr bei 4 Goldmedaillen als Doppelgoldmedaille und Spirit of the Year ausgezeichnet bekommen haben, obwohl es nur 1 Jahr drin war. Und das war für uns ein ganz massiver Erfolg, weil es eben verdeutlicht, dass man bestimmte Sachen, die eben von vornherein schon eine hohe Qualität haben und sich auch im Emsland und darüber hinaus sehr durchgesetzt haben, dass man dann auch nicht die Zeit der Lagerung überhöhen muss, sondern dass es dann viel interessanter auch ist für den Verbraucher zu sagen, ich habe von dem Brenner diesen Tropfen gehabt, der ist vielleicht nur 2 oder 3 Jahre drin gewesen, der ist aber sehr sauber gebrannt worden. Und ich muss nicht mit aller Gewalt für einen industriemäßig vielleicht 20 Jahre gelagerten Superwhisky ein Riesengeld ausgeben. Also der Emsländer ist nicht der Schwabe, der neigt noch mehr zur Sparsamkeit, aber für einen vernünftigen Einsatz von Euros sind wir eben sehr zu haben und das resultiert auch mit aus der Zeit, als die Emsländer eben nicht so viel Geld hatten und deshalb können sie eben mit Geld auch vernünftig ausgeben und trinken natürlich gerne etwas, was wie dieser Korn hier im 5. Jahr, er hat 4 Jahre nacheinander Goldmedaille bekommen und im 5. Jahr hat er auch eine Doppelgoldmedaille bekommen. Und das, ohne dass man wusste, woraus der gemacht wird, beziehungsweise was dahinter steht. Und das sind für uns eben Motivationspunkte, weswegen wir sagen, die Herrschaften, die da zensieren oder die Jury bilden, haben auch eine Ahnung und die bewerten auch etwas gut, was tatsächlich vielleicht auch nur 1 Jahr drin war, aber dann einen Top-Geschmack hat. Du siehst, Dank an euch. Bitte, kein Thema. Danke auch fürs Mitmachen. Aber du siehst, nicht nur ihr beide habt Geschmack, auch wir, unsere Jury und ich haben Geschmack. Und daran arbeiten wir natürlich immer und trainieren. Aber ich würde jetzt sagen, machen wir weiter bitte mit dem nächsten Produkt. Machen wir weiter. Ja, ich glaube, wir gehen mal zu einem nächsten Produkt rüber. Wir fliegen jetzt von Amerika weiter und ich würde jetzt gerne das Portweinfass nehmen. Ja. Weil gerade dieses Produkt so mit meinem Lieblingsprodukt ist. Das ist jetzt hier ein Portwein von der Qualität Ruby gewesen. Das Fass war ein Ruby-Fass. Ja. 6 Jahre mit Portwein belegt. Und wir haben das inzwischen 8 Jahre mit unserem Edelkorn belegt gehabt. Und wir sind bei diesem Fass sind wir jetzt nicht wie beim Woodford vorher mit 65-60% ins Fass gegangen, sondern mal nur mit 45%. Interessant. Und auch das finde ich immer sehr interessant und das machen wir. Wir gehen manchmal mit verschiedenen Alkoholstärken ins Fass und hier sind wir mit 45% reingegangen und haben es jetzt mit 40 abgefüllt. Und es war jetzt insgesamt 8 Jahre im Fass. Also es sind immer Single-Cask-Abfüllungen, wenn wir es Edelkorn-Generation 5 nennen. Entschuldigung, eine Zwischenfrage. Das ist bei dir ja auch nicht anders, du bist ja auch eine eigene Marke. Entschuldigung, eine Zwischenfrage. Was glaubt ihr, wenn man höherprozentig ins Fass geht oder wenn man tieferprozentig ins Fass geht, wo ist die Auslagerung von der Aromatik höher? Tiefer im Alkohol oder höher im Alkohol? Oder hängt es einfach vom Produkt ab, das hineinkommt und natürlich auch vom Fass? Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass bei den ehemaligen Weinfässern wie Sauternes und Port und Sherry, es besser ist, wenn wir nicht gleich mit 65 ins Fass gehen, sondern lieber etwas tiefer. Weil ich dann wird für mich auch das Produkt, ich muss es ja auch später, habe ich natürlich weniger, letztlich, was ich aus dem Fass herausbekomme,
Aber ich muss es auch nicht so stark natürlich herabsetzen auf die Stärke, die wir nachher haben wollen, die hier beim Verbraucher gern genommen wird. Das sind eben 40%. Und dann ist das Fass ja noch relativ pur, was ich da abfülle. Und ich habe das Gefühl, der Geschmack ist konzentrierter und weicher. Während ich, wenn ich mit 65% reingehe, kommt mir das, ja, wenn ich es mal einfach so bezeichnen darf, etwas sprittiger über. Ich glaube, wenn es tiefer ist, ist die Essenzbildung höher. Und du kriegst mehr Aromen vom Fass mit und das Ganze wird auch dann weicher, glaube ich. Das ist meine Meinung. Ja, genau das habe ich ja gesagt. Ja. Genau das habe ich gesagt. Genauso empfinde ich das auch, ja. Deshalb sind wir hier in diesem Portweinfass, waren wir mit 45 drin, haben es jetzt auf 40 herabgesetzt. Und es hat eine sehr feine, fruchtige Süße. Ja. Ein bisschen Schokolade auch und ganz, ganz typisch, ein bisschen rosinig, auch im Nachhall. Also ich mag gerade dieses Produkt sehr, sehr gerne. Susanne, wir müssen leider unsere Reise, ja, da wir am Ende angelangt sind, unterbrechen. Wir können gerne in Zukunft wieder mal über dieses Thema reden. Ihr beide wart wirklich super, es ist total unterhaltsam. Der Josef, habe ich schon gesehen, ist ein Top-Verkäufer. Du bist eine tolle Frau dahinter, die offensichtlich die ganze Arbeit zu Hause macht, die ganze Technik, die ganze Fasslagerung. Ihr seid ein super Team. Danke, dass ihr heute bei uns wart. Schön, dass ihr wieder bei uns beim World Spirits Award dabei seid. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und Sie zu Hause, ich möchte wieder recht herzlich Danke fürs Zuschauen sagen und darauf hinweisen, dass es auch eine zweite Folge vom Deutschen Korn geben wird. Danke fürs Zuschauen. Servus. Prost euch beiden, durch Haselüne und viel Erfolg weiterhin. Gesundheit. Vielen Dank, dass Sie mit nachdenken. Ja, bitte, kein Thema. Danke, Wolfgang. Bis bald. Bis bald, danke.